Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und wie ihr sehen könnt, es geht heute mal wieder um einen Laptop, aber ein relativ spezielles Teil. Denn ihr erinnert euch doch, wir haben vor kurzem uns von HP das Omen X2S angeschaut. Und da war ich ja relativ begeistert von der Tatsache, dass hier so ein extra Bildschirm eingebaut war. Und jetzt haben wir hier das Asus ZenBook Pro Duo. Und ja, hier haben wir auch zwei Bildschirme, aber zwei große Bildschirme. Beim HP hatten wir nur so einen kleinen. Hier haben wir jetzt einmal einen 4K OLED-Bildschirm hier oben und dann nochmal hier unten einen fast 4K, würde ich mal sagen. Der hat 3840x1100 Pixel Auflösung, also ist 3840 in der Breite, aber ist nur ungefähr die Hälfte von der Höhe von einem normalen 4K-Bildschirm. Aber da kann man ordentlich was an Informationen draufpacken. Wir schauen uns kurz an, wozu das Ganze eigentlich ganz cool ist. Also gerade so Produktivität mit Adobe Premiere, es ist wirklich sehr interessant. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es zum Zocken tatsächlich ganz cool sein kann, wenn man nämlich streamen möchte von unterwegs, weil das Teil hat ja auch ordentlich Power. Kommt natürlich darauf an, in welche Ausführungen man das nehmen möchte. Dazu kommen wir aber gleich zu den Hardware-Specs. Aber wenn man zum Beispiel auch sagt, ey, ich möchte unterwegs streamen, dann kann ich mir hier oben mein Game drauflegen, hier unten dann zum Beispiel OBS draufnehmen und dann noch irgendwelche anderen Tools, die man braucht oder Chrome oder sowas. Man hat hier auf jeden Fall genug Platz und braucht dann keinen zweiten Bildschirm, kann den Livestream-Chat oder sowas unten reinpacken. So gesehen ist das auf jeden Fall technisch gesehen sehr, sehr cool, denn man kann diesen Bildschirm für mehr benutzen, als jetzt zum Beispiel nur Cortem draufzuwerfen. Dieses Video wird unterstützt vom iFixit ProTech Toolkit. Im ProTech Toolkit findet ihr alles, was ihr zum erfolgreichen Arbeiten an PCs benötigt. Wie zum Beispiel 64 Bits in verschiedenen Größen, was auch optimal ist, falls ihr zum Beispiel die Grafikkarten demontieren wollt, weil da sind immer viele verschiedene Schrauben in unterschiedlichen Größen dabei und da habt ihr auf jeden Fall alle Bits im Lieferumfang enthalten. Da zusätzlich auch noch diverse Opening Tools, Spudger und Pinzetten enthalten sind, eignet sich dieses Set auch perfekt, falls ihr mal Tablets oder Smartphones reparieren wollt. Mehr dazu findet ihr über den Link in der Beschreibung. Bevor wir gleich dieses Ding aufschrauben, weil darum geht es mir am meisten, das ist das, was mich am meisten interessiert, wie ist so ein Teil innen aufgebaut, gerade bei so einem Preis, das ist immer sehr, sehr interessant, gibt es da vielleicht noch Upgrade-Möglichkeiten und so weiter. Grundsätzlich die Hardware-Ausstattung bei dieser Version ist der 9750H, das ist ein 6-Kern Intel Core i7. Das Teil gibt es aber auch mit dem Core i9 9980HK. 8-Kern CPU und HK bedeutet auch, man kann die CPU übertakten. Sehr schade übrigens, Asus, dass es nicht diese Version geworden ist für den Test, weil das hätte mich wirklich interessiert, so eine CPU dann auch noch übertakten in so einem Ding. Man kann mit XTU ein bisschen was tweaken, das zeige ich euch aber gleich, aber generell 9980HK ist natürlich schon echt eine Ansage in so einem Ding, weil da habt ihr wirklich ordentlich Leistung und ich denke auch, wenn man jetzt hier 3000 € circa für die Basisvariante ausgibt, dann lieber direkt noch ein bisschen mehr ausgeben und 9980HK nehmen, weil da hat man wirklich ordentlich was in der Hand, weil in meinen Augen ist das hier kein Gaming-Notebook, sondern das ist wirklich was für, ich sag mal, produktives Arbeiten, Adobe Premiere, also Videoschnitt, irgendwie was Anspruchsvolles, auch mit Grafikleistung, unterwegs streamen oder sowas. Da sehe ich auf jeden Fall die Anwendungsmöglichkeiten von diesem Asus ZenBook Pro Duo. In dieser Ausstattungsvariante, wie gesagt, 9750H, 6-Kern CPU angegeben mit bis zu 4,5 GHz im Boost. Was das Ganze in der Praxis bedeutet, das schauen wir uns gleich an. Was die Anschlussmöglichkeiten betrifft, haben wir hier an der Seite einen vollwertigen HDMI-Anschluss. Wir haben zweimal USB Typ A, einmal links und rechts, haben einmal Audio und einmal USB Typ C, aka Thunderbolt 3. Da kann man dann dementsprechend auch noch einiges an Adaptern anschließen. Falls ihr mehr braucht, empfehle ich euch dann den entsprechenden passenden zusätzlichen Anschluss über Thunderbolt 3 anzuschließen. Was die Kühlung betrifft, haben wir eigentlich ein relativ cooles Feature. Also wenn wir hier den Deckel bewegen, dann könnt ihr das eigentlich relativ gut sehen, dass sich die Höhe vom Notebook ändert. Das heißt, wenn wir den Deckel aufklappen, dann drückt sich der Deckel hinten quasi nach unten. Dadurch wird das Notebook abgehoben von der Oberfläche und es kann unten vernünftig atmen. Also wir haben den Luftspalt dann zwischen Notebook und der Auflagefläche, das ist auf jeden Fall cool gelöst. Was die Kühlung betrifft, hat hier Asus auf jeden Fall gute Arbeit geleistet. Also man kann dieses Teil durchgehend 80-90 Watt belasten, CPU-Power. Das Ganze kann ich euch gleich noch in XTU zeigen. Da kann man nämlich die CPU ein bisschen tweaken. Normalerweise ist die laut Intel ausgelegt für maximal 45 Watt Dauerlast. Aber die Kühlung in dem Ding ist eigentlich so gut, dass man dauerhaft den vollen Turbo nutzen kann.
Bevor wir jetzt gleich dazu kommen, das Teil aufzuschrauben, nochmal kurz ein Wort zu dem Bildschirm. Also wir haben ja hier zwei Touchscreens. Da muss man natürlich erstmal der Freund für sein, mit Touchscreens zu arbeiten. Was man auch dazu sagen muss, ist, dass der Hauptbildschirm ein glänzender Bildschirm ist und der kleine Bildschirm ein matter Bildschirm. Das ist auch was, wo ich mir nicht sicher bin, warum man das macht, warum man einmal glänzend und einmal matt hat. Ich persönlich bin eher der Freund von kompletten matten Displays, weil dann die Spiegelungen vom Hintergrund nicht so sehr zu sehen sind. Also ich hätte mir gewünscht, dass beide komplett matt sind, aber 4K OLED Displays ist halt schon echt geil. Die Farben, die man da hat, der Kontrast ist halt einfach nicht vergleichbar. Das merkt man direkt, wenn man sich das Bild anschaut. Das kommt wahrscheinlich auch über eine Kamera nicht so wirklich rüber. Wenn man das aber live sieht, muss man sagen, für alles, was so Richtung Photoshop oder Videobearbeitung geht, die Farben, die man hat, sind einfach nochmal eine ganz andere Welt. Also da ist auf jeden Fall die Stärke von diesem Teil. Aber genug dazu. Jetzt schauen wir uns nochmal kurz ein paar Sachen zu X-T-U an, zu Cinebench und dann schrauben wir es auf. Werfen wir jetzt erstmal kurz einen Blick auf ein paar technische Details. Im Detail natürlich der Boost-Takt oder allgemein das Taktverhalten dieser CPU. Wir machen jetzt mal eben kurz einen Cinebench R15 Single-Core-Run. Das heißt, wir haben nur einen Thread, der hier gerade aktiv ist. Wir haben hier einen 9750H. Der ist angegeben mit bis zu 4,5 GHz Boost-Takt. Wenn wir jetzt hier aber reinschauen, dann sehen wir sehen hier keine 4,5 GHz. Also so eher 4,2 bis 4,3 GHz, hier waren jetzt einmal kurz 4,4 GHz, die jetzt wirklich, ich sag mal, durchgehend anliegen für die Leistung letztendlich, wenn nur ein einzelner Thread ausgelastet ist. Und was das am Ende für die Leistung bedeutet, da warten wir jetzt mal kurz ab, bis dieser Run zu Ende ist. Mit ein paar ganz einfachen und schnellen Optimierungen lässt sich dann tatsächlich noch was an Leistung zusätzlich rausholen. Im Cinebench R50 Single seht ihr, habe ich jetzt 184 Punkte, vorher 176, Multi vorher ca. 1100 bis 1120, jetzt 1260. Das Ganze über Intel X-T-U, zwei Werte nur verstellt, und zwar Core Voltage Offset minus 50 mV. Das ist natürlich CPU-abhängig, wie tief ihr hier gehen könnt. Geht manchmal auch noch tiefer, so 70, 80 mV. Dann ist die CPU dementsprechend einfach ein bisschen kühler und kann dadurch auch höher takten, weil die Leistungsaufnahme auch geringer ist. Zusätzlich hier Turbo Boost Power Time Window von 28 Sekunden auf 128 Sekunden gestellt. Was das Ganze macht, zeige ich euch jetzt mal kurz im Multi. Wenn wir den ausführen, seht ihr hier links bei Core Temp, steigt jetzt der Verbrauch so auf 80 Watt circa. Kann sich hier maximal 90 Watt Leistungsaufnahme genehmigen. Normalerweise nach 28 Sekunden taktet oder drosselt sich die CPU so weit runter, dass der Verbrauch hier nur noch bei maximal 45 Watt ist. Und wenn wir dieses Time Window eben stark anheben auf 128 Sekunden, dann bleibt die CPU immer in diesem Stadium, beziehungsweise für 128 Sekunden, und taktet sich eben dadurch nicht weiter runter, und dementsprechend haben wir dann auch mehr Leistung. Schwankt natürlich mal ein kleines bisschen, aber auf jeden Fall mehr als 1120 Punkte kann man dadurch ganz eindeutig sehen. Hier seht ihr jetzt mal so eine typische Arbeitsoberfläche von Adobe Premiere, was mit zwei Bildschirmen wirklich extrem cool ist. Also da hat man so viel mehr Platz als mit einem, das ist wirklich mega geil. Also hier typische Arbeitsoberfläche, hier unten die Timeline, wo dann eben die ganzen Clips drin sind. Hier oben seht ihr das Wiedergabefenster. Da habe ich jetzt zum Beispiel einen Clip, wo ich gerade was fräse. Da arbeite ich an einem kleinen Teststand für Chipsatzkühler. Also seht ihr dann, kann ich das hier oben wiedergeben. Wiedergabe ist auch flüssig, trotz 4K-Material ist natürlich jetzt nur ein relativ kleines Wiedergabefenster. Und normalerweise ist dann hier unten noch so der Medium Browser. Das quetscht dann hier unten die Timeline sehr, sehr stark zusammen. Und hier ist jetzt der Vorteil, ich habe hier unten den Medienbrowser hier drin, also das könnt ihr wahrscheinlich gar nicht so gut sehen. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig, das so vernünftig abzufilmen, wenn der eine Bildschirm spiegelnd ist und der andere matt. Das ist nicht ganz so einfach. Auf jeden Fall hier unten der Medienbrowser, und das ist ganz cool, weil da kann man von hier unten direkt die Sachen rein importieren, kann das dann quasi hier so reinziehen. Das ist wirklich sehr cool, weil das eben extrem viel Übersicht spart. Dann kann ich auch hier unten quasi das Color Grading oder irgendwelche Nachbearbeitungen machen über das Fenster, was dann hier links unten gerade ist. Kann ich dann zum Beispiel sagen, okay,
Farbtemperatur passt nicht, sieht es ein bisschen mehr ins Blaue oder sowas. Also das Ganze kann ich dann hier unten machen, habe das dann alles immer geöffnet. Geht auf jeden Fall schneller, ist viel, viel übersichtlicher, als wenn man das hier alles in einen kleinen Bildschirm oben reinquetscht. Das ist so der Hauptunterschied zum HP Notebook, würde ich mal sagen, weil hier war wirklich nur so ein ganz kleiner Bildschirm in der Mitte, den man jetzt nur für so zusätzliche Features nutzen konnte, wie mal CoreTemp oder vielleicht Spotify drauf zu packen. Aber hier ist es zum Arbeiten tatsächlich nützlich. Also man kann hier so extrem viele Sachen unten sich reinpacken, die man eben braucht zum Arbeiten. Ist für Produktivität unterwegs auf jeden Fall um einiges besser. Los geht's mit dem Teardown. Das Ganze natürlich wieder mit dem typischen iFixit-Kit. Also nicht vergessen, das habt ihr gerade am Anfang gesehen. Link dazu findet ihr auf jeden Fall unten in der Beschreibung. Ich habe gerade 8 Schrauben schon entfernt, aber hier ist noch so eine Gummiabdeckung und hier auch. Und ich glaube, da könnten auch noch Schrauben drunter sein. Ja, das ging wirklich sehr einfach. Also ein kurzes Klacken. Ich glaube, das war einfach nur eine Nase hier an der Seite und dann ließ ich das schon öffnen. Also Nutzerfreundlichkeit zum Öffnen, muss ich sagen, ist soweit schon mal ziemlich gut. Wir können uns jetzt erstmal kurz einen Überblick verschaffen über dieses Teil. Also wir haben hier erstmal eine Abdeckung, die wir entfernen. Also jetzt, nachdem die Abdeckung hier weg ist, ist es wirklich sehr, sehr übersichtlich. Haben hier eine NVMe-SSD hier unten, den Akku, den werden wir gleich mal kurz abklemmen. Das ist wahrscheinlich dieses Kabel hier. Dann haben wir 2 große Lüfter mit Kühlern. Einmal hier, relativ große, komplexe Heatpipe-Konstruktion. Hier der große Teil sollte die GPU sein, weil hier zusätzlich Bereiche sind, wo wahrscheinlich die RAM-Bausteine drunter liegen. Und hier sollte dann die CPU sitzen, hier wahrscheinlich das WLAN-Modul und hier eben der Chipsatz. Also SSD lässt sich auf jeden Fall mal upgraden, wenn man das möchte. Das ist sehr einfach und schnell. Abdeckung rausnehmen, dieses Teil wechseln. Dann haben wir noch die 2 Lautsprecher, Harman Kardon Lautsprecher, also Audiolösung ist auf jeden Fall auch sehr, sehr gut, auch wenn es eben sehr klein ist auf diesem kleinen Raum. Die 2 waren übrigens nicht fest verschraubt, also die waren hier nur hier drüben reingeschoben über so einen kleinen Stift und auch hier rechts. Da sieht man, das geht über dieses Kabel hier und über dieses andere Kabel zu diesem kleinen Stecker hier auf der linken Seite. Batterie lässt sich auch einigermaßen gut entfernen, einige Schrauben hier an der Seite und dann einmal den Clip hier oben raus und dann kann man auch die Batterie rausnehmen. Hier sehen wir jetzt die vollständige Heatpipe-Konstruktion von diesem Teil. GPU-Auflagefläche, CPU-Auflagefläche, alles auf jeden Fall aus Kupfer. Das heißt, rein theoretisch wäre Flüssigmetall kein Problem, sowohl auf CPU als auch auf GPU. Allerdings müsst ihr natürlich immer bedenken, dass Flüssigmetall in Kupfer ein bisschen einzieht. Das heißt, wenn ihr hier Flüssigmetall auftragen wollt, ist damit zu rechnen, dass ihr nach einigen Wochen das Ding wieder öffnen müsst, um dann nochmal Flüssigmetall aufzutragen, was dann so ein bisschen in die Kühloberfläche eingezogen ist. Hier sehen wir noch Auflagefläche zu den Spulen von CPU und GPU-Spannungsversorgung und hier haben wir noch Kontakt zu den RAM-Bausteinen der GPU. Interessanterweise ist auch hier Wärmeleitpaste zum Einsatz gekommen und keine Wärmeleitpads. Und dann haben wir hier drüben diese 2 Enden der Kühlkonstruktion, sehr dünne Kupferlamellen, aber mit extrem viel Oberfläche. Was aber eigentlich ganz cool ist, ist, dass die beiden Lüfter hier nicht damit verbunden sind. Also die sitzen hier noch drin, die könnte ich jetzt auch natürlich auch noch rausnehmen, aber die sind nicht damit verbunden. Das macht die Demontage der Kühllösung noch ein bisschen einfacher. Hier haben wir wieder das gleiche wie bei HP. So scheint mir wie so ein Graphit-Wärmeleitding oder sowas zu sein. Einige haben geschrieben, dass es dafür verwendet wird, um die Signale abzudecken auf der Platine. Das kann natürlich auch sein, quasi für Signalschutz zusätzlichen. Hier haben wir die relativ große GPU und hier unten drunter sollte dann noch der Arbeitsspeicher sitzen. Hier hinten haben wir übrigens doch noch Wärmeleitpads, die hatte ich erst gar nicht gesehen. Und diese Wärmeleitpads, die machen dann den Kontakt oder stellen den Kontakt her zu den Powerstages oder zu den MOSFETs, die eben hier drunter sitzen. Hier haben wir 4 Stück und hier haben wir, glaube ich, auch nochmal 4 Stück, 5 tatsächlich, für CPU und GPU-Spannungsversorgung.
Und hier runter sollte dann eigentlich der Arbeitsspeicher sitzen. Ja, wie ihr sehen könnt, hier sitzen 16 GB Arbeitsspeicher leider fest verlötet. Das heißt, hier kann nichts geupgradet werden. Also bis auf quasi das WLAN-Modul, was man tauschen könnte, und die NVMe-SSD hier kann man bei diesem Teil auf jeden Fall nichts upgraden. Damit wären wir auch schon durch mit einem ganz kurzen Blick auf das Asus ZenBook Pro Duo. Was Notebooks mit zwei Displays betrifft, ist das hier auf jeden Fall der König, muss man ganz klar sagen. Also alleine die Auflösung, OLED, die Umsetzung, dass beides Touchscreens sind, Produktivität, gerade bei Adobe Premiere zum Beispiel, sehr, sehr cool gemacht, muss man sagen. Ist auch besser als andere Dual-Screen-Lösungen, die ich bisher gesehen habe. Zum Beispiel von Razer gab es mal eins, wo dann das Touchpad ein Bildschirm war. Oder ihr kennt es ja wahrscheinlich von Apple mit dieser Touchbar. Da ist das auf jeden Fall deutlich cooler. Hier kann man viel mehr Features reinpacken. So gesehen, sehr interessant. Ich hätte mir echt gewünscht, dass ich 9980 HK CPU gehabt hätte, weil da hätten wir noch ordentlich Overclocking machen können. Ansonsten technisch gesehen gibt es nichts, was ich daran aussetzen könnte. Also auch Verarbeitung im Inneren, alles gut. Flüssigmetall könnte man machen, wäre besser, wenn es eine vernickelte Kühllösung wäre für Flüssigmetall. Wie gesagt, wenn ihr das auf Flüssigmetall umbauen wollt, seid euch im Klaren, dass ihr das garantiert wieder öffnen müsst, um dann nochmal Flüssigmetall aufzutragen, weil es letztendlich irgendwann ins Kupfer einziehen wird. Dementsprechend würde ich das sogar so lassen, erstmal mit der konventionellen Wärmeleitpaste. Ansonsten, wie gesagt, sehr, sehr solides Teil. Performance-technisch kann man damit eigentlich nichts falsch machen, solange es anbleibt. Genau. Also sowohl Gaming-Streaming, damit ist gar kein Problem, und auch Videoschnitt ist damit durchaus machbar. Wie gesagt, ich würde es für Gaming jetzt nicht unbedingt empfehlen, weil dafür sehe ich die Anwendung mit zwei Bildschirmen jetzt nicht unbedingt. Aber wenn man streamen möchte, dann ist es wirklich cool, weil man OBS und sowas draufsetzen kann. Wenn man ein reines Gaming-Notebook sucht, ist man an anderer Stelle auf jeden Fall besser dran. Ja, sagt mir gerne, was ihr davon haltet. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Ciao.